Willkommen in der Halbzeitpause zu einer kurzen Nachrichtensendung. Nach dem Aus der deutschen Nationalmannschaft im EM-Viertelfinale hat sich Trainer Julian Nagelsmann geäußert, auch mit einem gesellschaftlichen Appell. Natürlich gibt es deutlich wichtigere Themen im Leben als Fußball. Haben es geschafft, die Menschen zu einen. Es gab eine Symbiose zwischen Mannschaft und den Menschen im Land. Und ich hoffe, dass wir es auch nachhaltig hinkriegen, die Symbiose in weit wichtigeren Bereichen fortzusetzen. Ich war jetzt bei noch keinem Turnier dabei, aber ich habe mir sagen lassen, dass es nicht oft der Fall war, dass nahezu jeder Spieler, der das Camp verlässt, Tränen in den Augen hat. Das ist, glaube ich, schon ein großer Verdienst von allen. Blicken wir in die USA. Trotz wachsender Kritik hält Joe Biden weiter an seiner Präsidentschaftskandidatur fest. Er glaube nicht, dass jemand besser qualifiziert sei, so der Demokrat nun in einem TV-Interview. Emma Thewissen. Eigentlich wollte, ja musste er alle Sorgen zerstreuen im Exklusivinterview mit ABC-Moderator Stephanopoulos. Seine Antworten verständlich, keine Aussetzer, aber Biden wirkte wie einer, der stur die Realität leugnet. Bestreiten Sie, dass Sie mehr Aussetzer in den vergangenen Monaten hatten? Kann ich 100 Meter in 10 Sekunden laufen? Nein, aber ich bin in guter Form. Nicht gebrechlicher? Nein. Dann fragt der Moderator, ob er weichen würde, wenn ihn führende Demokraten darum bitten. Das passiert nicht, so Biden. Wenn der allmächtige Gott runterkommt und sagt, Joe, zieh dich zurück, dann ja, aber der allmächtige kommt nicht runter. Nicht der liebe Herrgott, aber Mark Warner, wichtiger Senator, wirbt derweil bei seinen Kollegen, gemeinsam Biden zum Rückzug zu bewegen. Der Präsident wehrt sich beim Wahlkampfauftritt in Wisconsin. Einige versuchen, mich rauszudrängen, aber ich sage kristallklar, ich bleibe im Rennen. Doch selbst unter seinen Fans hält ein junger Mann ein Schild hoch, gib die Fackel weiter, Joe. Der Druck auf den Kandidaten Biden hält an. In Iran hat der vergleichsweise moderate Kandidat Pezeshkian die Stichwahl gewonnen. Er setzte sich mit 53,7% der Stimmen gegen den ultrakonservativen Jalili durch. Für Begar. Am Tag nach der Wahl schwankt die Stimmung in Teheran zwischen Hoffnung und Skepsis. Nichts wird sich ändern. So ist es seit 40 Jahren, so wird es wieder sein. Wenn er gute, talentierte Manager beauftragt, können sie die Wirtschaft vorantreiben und bessere Beziehungen mit dem Rest der Welt aufbauen. Mit etwa 3 Millionen Stimmen Vorsprung hat sich der als gemäßigt geltende Massoud Pezeshkian gegen Hardliner Jalili durchgesetzt. Pezeshkian bezeichnet sich selbst als wertkonservativen Politiker, der Reformen für notwendig hält. Auf X wirbt er heute für Einigkeit. Ich reiche Ihnen meine Hand und schwöre bei meiner Ehre, dass ich Sie auf diesem Weg nicht allein lassen werde. Lassen Sie mich nicht allein. Von Lockerungen der Internetzensur bis zu einer neuen Außenpolitik. Pezeshkian hat viele Veränderungen versprochen. Ob er sie umsetzen kann, unklar. Denn alle wirklich wichtigen Entscheidungen trifft im Iran Religionsführer Khamenei. Der Deutsche Wetterdienst warnt aktuell vor schweren Gewittern in Teilen Bayerns. Morgen im Nordwesten und Südosten Schauer und Gewitter, dazwischen Sonne und Wolken 16 bis 24 Grad. Das war's von uns. Jetzt viel Spaß bei der zweiten Halbzeit England-Schweiz. Tschüss.